Heute wird das wohl wichtigste Event, die wichtigste Stunde im ganzen Oktober stattfinden und die Lage bezüglich dieses gefundenen Tickets, die spitzt sich immer weiter zu. Nun ist auch ein weiteres Bild aufgetaucht und mehr. Damit geht's weiter mit wenig Pokémon Go. Im Hintergrund ein paar Fänge, ein paar geflüchtete Pokémon, vielleicht auch ein Mewtwo, denn das passt dazu. Heute von 18 bis 19 Uhr die legendäre Raid-Stunde. Hä, an einem Dienstag? Ja, korrekt, denn Niantic hat diese aufgrund technischer Probleme verschoben und wir hatten keine Mewtwo-Raid-Stunde. Vom Ultra-Bonus eine Woche lang nur Mewtwo mit Shiny und Psychostoß wird es haben. Von 18 bis 19 Uhr. In Neuseeland, unter anderem, wo ich hier spreche, fand die Stunde schon statt und dort konnte man ein paar Infos rausquetschen. Also, es ist ein T5 Raid, allerdings mit T6 Stärke. Also wie ein 6 Sterne Raid und Anführungszeichen bedeutet, leider benötigt man da wieder ein paar mehr Leute. Allerdings, wenn ich diesen Berichten trauen darf, dürfte wohl die Fangrate so wie bei den X-Raids sein. Es gibt ja die 2% Basisfangrate und die 6% Basisfangrate. Eventuell hat Niantic vergessen, wieder die andere zu wählen. Von daher sage ich das am besten gar nicht so laut. 2 gratis Raid-Pässe, plus von dem Tag gibt es auch einen Gratis-Pass, also 3 in Summe. Und das dürfte wohl auch funktionieren, da war ich mir nicht sicher, ob das vielleicht verbuggt ist. Wenn man sich den Gratis-Pass vom Vortag aufgehoben hat, dann hat man sogar 4 kostenlose Pässe in Summe, also 2 definitiv extra als Entschädigung. Dann war es bei der Ultra-Bonus-Woche so, als Mewtwo da war, wer zum Beispiel Mewtwo noch vor Eventende bezwungen hat, aber mit dem Fangen länger benötigt hat, als Mewtwo eigentlich da war, der hat die Attacke Psychostoß nicht erhalten. Nun in Neuseeland berichten einige Leute, dass sie es nach 19 Uhr gefangen haben und trotzdem mit Psychostoß und mit Shiny, wenn es Shiny war. Ich vermute, dass die allerletzten, also die, die die letzte Raid-Stunde weltweit haben, dass es bei denen vielleicht nach 19 Uhr dann keine Psychostoß-Attacke mehr geben wird. Auf jeden Fall, wir sind safe. Wir können uns bei dem Fangen dann Zeit lassen. Ja, und ansonsten eine kleine Route vorher überlegen. Es wird eine Stunde lang bei fast jeder Arena ein Raid auftauchen. Allerdings, einige Minuten davor sieht man schon die Raid-Eier. Und angenommen, bei vielen Arenen, die auf der geplanten Route liegen, befindet sich leider schon ein 1er, 2er, 3er, 4er Raid, was auch immer, wodurch kein Mewtwo-Raid auftaucht, dann sollte man vielleicht kurzfristig noch seine Route dementsprechend abändern. Und außerdem, bei X-Raid-Arenen, wo gerade eine Einladung draußen ist, taucht auch kein Mewtwo auf in dieser Stunde. Wir spielen immer so das sogenannte Tap and Go. Man kann sich 80 Meter von der Arena weg entfernen, während man in der Lobby ist. Und sobald der Kampf dann begonnen hat, sobald das Go kommt, kann man egal wie weit weglaufen, das macht nichts. Man darf dann nur nicht wieder in die Lobby zurück, wenn man, sagen wir mal, 1 Kilometer von der Arena entfernt ist. Alle Pokémon sind kaputt gegangen. Dann drückt man auf OK. Dann steht Arena zu weit entfernt und man ist aus dem Raid ausgeschieden sozusagen. Aber wenn man es schafft, mit einem Team zu überleben, beziehungsweise einfach sollte das eigene Team draufgegangen sein, wenn man dann nicht auf OK klickt, um wieder in die Lobby zurückzukehren, dann kann man so weit weggehen, wie man nur möchte. Und in der Regel in so einer legendären Raid-Stunde hat man in einer Stadt zumindest genügend Leute, dass ein Team locker reicht. Bedeutet, man geht in die Lobby rein, muss diese 2 Minuten abwarten, kann aber da schon bis zu 80 Meter weglaufen und sobald das Go kommt, direkt zur nächsten Arena. So machen wir das immer. Und hier auch nochmal ein Appell an alle. Ich weiß, die Zeit ist begrenzt und dann muss man noch fangen und aufheilen. Aber nach dem 3., 4., 5. Raid kämpfen einige Leute mit den vorgeschlagenen Pokémon, haben die anderen nicht aufgeheilt, dann sieht man ein Stolos und ganz viele andere. Und weil Mewtwo ja doch von der internen Berechnung her ein 6-Sterne-Raid ist, dann merkt man schon, dass es viel länger dauert. Und sagen wir mal, jedes Mewtwo dauert dann 40, 50 Sekunden länger. Wenn man das hochrechnet, ja, das macht dann schon einen Unterschied. Also vielleicht ab und zu nochmal aufheilen wäre nicht so schlecht. Noch dazu könnte man jetzt überlegen, dass man in dieser Stunde 2 Sternenstücke zündet. Vielleicht auch das ein oder andere Glücksei, weil wenn man so viele Raids hintereinander macht,
Jetzt noch dazu Sternenstaub-Event, das kann sich schon sehen lassen. Dann noch ein Tipp, den ich häufig nicht bedenke. Wenn dann in der Stunde überall ein Raid ist, kann man seine Bären nicht reinfüttern. Bedeutet, Inventarplatz vorher schaffen. Ich habe so in etwa immer 100 freie Plätze im Inventar, maximal, wenn es hochkommt. Und wenn man dann eine Stunde von Arena zu Arena läuft und Bären ohne Ende bekommt, wird irgendwann das Inventar voll, wenn man die nicht verfüttern kann. Von daher, ich schaue da schon, dass zumindest in dieser Stunde 200 Plätze frei sind. Man bekommt ja auch so irrsinnig viele Tränke und Beleber rein. Und ansonsten muss man da alle paar Sekunden zerstören. Das ist auch nervig. Gut, das war mal, glaube ich, so das Wichtigste, was man vielleicht auch nur durch Neuseeland jetzt herausgefunden hat. Und nochmal im Allgemeinen ein paar Tipps und Tricks und eine Wiederholung. Psychostoß ist besser als Psychokinese. Allerdings hat Niantic vor einigen Tagen Psychokinese stärker gemacht, weshalb der Unterschied zwischen Psychostoß und Psychokinese nicht mehr so groß ist, aber es ist definitiv eine bessere Attacke. Noch dazu kann Mewtwo shiny sein, also kann man definitiv mitnehmen. Okay, das war's mal dazu. Und dann ging es ja in letzter Zeit in vielen Gruppen, in vielen Videos, auf Social Media um dieses Ticket 8,99 im App Store, welches eventuell kommen wird. Und weil jetzt in den letzten Tagen auch mit den legendären Shadow-Pokémon, mit den legendären Krypto-Pokémon immer mal wieder viel spekuliert wurde, auch meinerseits, ohne dass eigentlich noch eine Ankündigung da ist. Keine Ahnung, warum da jetzt so lange keine Ankündigung diesbezüglich kam. Man weiß nicht, wenn solche Dinge in der Game Master-Datei, im Update, im Code gefunden werden, dann muss das nicht zwingend kommen. Kann auch komplett anders sein und so weiter und so fort. Und dass ich mir nicht jedes Mal den Mund fusselig rede, werde ich etwas einführen. Ich meine, ich will nicht so viele Spekulationsvideos bringen, aber ich finde besonders das Thema richtig interessant. Den Spekulationsspekulatius. Immer wenn ich den in der Ecke einblende, dann ist das auf jeden Fall keine offizielle Info oder so, sondern einfach ein paar Theorien, was könnte sein, was wurde gefunden. Oft stimmt das, aber natürlich nicht immer. Na gut, dann beißen wir mal rein in den Spekulationsspekulatius. Es wurde in der Game Master Datei ein Bild mit den drei Regis gefunden. Und die Spekulation war ja, dass dieses gefundene Ticket vielleicht etwas mit Regigigas zu tun hat. Und das würde schon mal in etwa passen. Dann steht bei diesem Ticket noch dabei, einerseits, dass man eine Medaille bekommt. Und zwar 86.400.000 Millisekunden bevor das Event beginnt, also 24 Stunden davor. Event Start steht hier dran, 2.11. 11 Uhr, Event Ende 2.11. 19 Uhr. Und dann auch noch interessant, es steht hier dabei, ab wann man das Ticket kaufen kann. Das wäre der 15.10. 13 Uhr. Na und der späteste Termin, die späteste Uhrzeit zum Kaufen, der 2.11., also der eigentliche Tag um 17 Uhr, sprich 2 Stunden vor Eventende. Also nochmal dazu gesagt, hier ist der Spekulatius-Keks eingeblendet. Aber daraus könnte man jetzt ein paar Dinge ableiten. Giratina in der Wandelform verschwindet am 17. Oktober als legendärer Raid-Boss. Irgendwas muss logischerweise nachkommen. 2 Tage vorher könnte man rein theoretisch dieses Ticket kaufen. Vielleicht ist bis dahin auch schon die angebliche Regi-Ankündigung da, dass die Regis zurückkehren, vielleicht mit Shiny-Chance. Und das Ticket, welches man für 8,99 oder wenn man in einer Dollar-Zone lebt, dann sogar noch ein bisschen günstiger, 7,99 Dollar. Das Ticket ist für irgendetwas mit den Regis oder vielleicht Regi-Gigas. Ja, das wär's so mal. Jetzt, wie gesagt, ich will darüber noch nicht viel verlieren wegen dieser 9 Euro. Man weiß nicht, was man mit diesem Ticket bekommen würde. Jetzt nur so eine Theorie. Eventuell kehren die Regis nach Giratina Wandelform zurück. Jeder kann die ganz normal im Raid fangen. Und mit diesem Ticket am besagten 2. November, also einige Zeit nachdem die überhaupt schon da sind, kann man vielleicht diese kompletten Stunden von 11 bis 19 Uhr gratis raiden. Also wie eine Raid-Flat-Raid. Oder in die Richtung einer Spezialforschung, dass man zum Beispiel jedes Regi einmal
fangen muss und danach gibt's irgendwas mit Regigigas. Ich will das Pokémon noch nicht ganz ausschließen, auch wenn es auf diesem Bild nicht vorhanden ist. Angenommen, das wäre wirklich eine Raid Flatrate, das Wort ist irgendwie, ja okay, dann fände ich diese 9 Euro, das wäre völlig in Ordnung, das fände ich dann nicht schlimm. Jetzt ist dann eben nur die Frage, wofür ist dieses Event-Ticket und da müsste man Uri Geller heißen, um das herausfinden zu können. Ich hoffe nur, es ist nichts zu krasses, wo dann die Leute, die sich das nicht kaufen, komplett doof dastehen. Also schauen wir mal, wenn das wirklich am 15.10. schon im Shop auftauchen soll, dann ist bis dahin bestimmt schon oder vielleicht genau dann die Ankündigung da. Na gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Bin schon gespannt, was da auf uns zukommt. Freue mich auf die heutige Raid-Stunde, bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.